Das ist Boxplay, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu dem Hockey Talk auf Teleclub Zoom und Boxplay.online. Traditionsgemäß gibt es hier in unserer Sendung einen Wettbewerb. Und das ist auch das Mal so. Und zwar wird von allen Fragen, eingegangenen Fragen auf unserer Online-Plattform Boxplay.online eine ausgewählt nach der Sendung. Und der Autor der Frage gewinnt eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Halbpension im 5-Sterne-Hotel Seehof in Davos. Übrigens, die Gewinnerin der letzten Sendung ist die Clotilda Stupan von Gams St. Gallen. Das ist die letzte Boxplay-Sendung der Saison 2017-2018. Und zum Thema Hockeywelt Schweiz habe ich drei Gäste ins Studio eingeladen, die die vergangene Saison uns unterschiedliche Subjektive und Gemütslagen erlebt haben. Als erstes begrüße ich ganz herzlich in der Runde den Leo Schürmacher. Der langjährige Hockeytrainer ist als Assistenztrainer von Hans Kossmann vor knapp einer Woche mit dem ZSC Meister geworden. Dann als zweite in der Runde herzlich willkommen der André Röteli. Der ehemalige nationale Gastspieler hat als Cheftrainer vom EHC Kloten die 5-Abstiegsserie gegen Rapperswil verloren und stieg mit dem Zürcher Traditionsklub ab. Und als dritte in der Runde herzlich willkommen Thomas Rost. Als NHL-Scout schauen wir mit ihm auf die Entwicklung der Schweizer in der weltbesten Hockeyliga und werfen einen Blick auf weitere Schweizer Talente auf der Spur vom Schweizer Nummer 1-Draft, Nico Hischier. Ja. Leo Schürmacher, als erstes herzliche Gratulation zum Meistertitel. Ja, danke vielmals. Es ist ja grandios. Du bist ja schon wirklich ein Zeit im Business. Also, du bist schon lange Hockeytrainer. Jetzt, wenn du so rückblickend auf deine Trainerkarriere zurückschaust, wie ist das einzuordnen, der Schweizer Meistertitel, den du jetzt gewonnen hast mit dem ZSC? Ja, also Schweizer Meister bin ich natürlich schon geworden mit den Elite-Junioren. Ich will nicht zu gross zurückgreifen. Aber die Geschichte mit dem ZSC, das ist natürlich eine einmalige Geschichte. Wo natürlich, das sind vier straube, fröhliche, gute Monate gsi. Und ja, das kann. Es war super. Ja, wir werden oft das zu sprechen kommen, zwar ausgiebig. André Röteli, du hast faktisch das Gegenteil erlebt als Head Coach des EHC Kloten. Du hast auch eine lange Hockeykarriere hinter dir als Spieler und jetzt auch als Trainer und zum Teil Sportchef. Hast du schon mal etwas Ähnliches erlebt wie jetzt der Abstieg mit dem EHC Kloten? Nein, das habe ich noch nie erlebt. Das ist, ich habe nicht so viel Erfahrung wie der Leo, aber ja, es ist schwierig in dieser kurzen Zeit und erlebt in dem Sinne eigentlich nie. Als Spieler durfte ich mehrheitlich vorne mitspielen, ob man Meistertitel erleben durfte. So eine Situation war vollkommen neu. Mhm. Auf das kommen wir noch zu sprechen, Thomas Rost. Du bist noch mit in der Saison. Die NHL-Playoffs sind am Laufen. Also ich nehme an, du tust dir Nacht um Tore schlagen. Ist das reines Vergnügen oder machst du dir da Notizen und speziell zu beobachten? Ist sowohl als auch. Aber mehrheitlich eigentlich Vergnügen, Interesse natürlich. Auch ein bisschen schauen, wohin die Entwicklung im internationalen Spitzenhockey. Und dann einfach die jungen Spieler, die mich gewaltig interessieren, die ich irgendwie vor 4 oder 5 Jahren irgendwie in einem Provinzstadion gesehen habe spielen. Und dann zum Teil schaue ich dann meine alten Notizen an, was ich für die prophezeit habe und dann vergleiche mit dem. Ob du richtig gelegen bist. Genau, ja, das ist ja mega spannend und da kommt man manchmal auf die Welt auch. Ja, Leo Schürmacher, ich wollte es gerade ansprechen. Die Zeit, die 4 Monate beim ZSC. Ihr habt im Dezember übernommen, der Hans Kossmann und du als Assistent. In welchem Zustand hast du die Mannschaft angetroffen? Was war so der erste Eindruck, den ihr losgelegt habt? Ja, ich muss mal sagen, dass das Erste, als ich den Hans getroffen habe, eben, das ist ja meine langjährige Erfahrung, habe ich den Hans eben schon kennengelernt. Mhm. Und, von wo denn? Von Zug. Der Andy Murray, der dort Trainer war, hat gemeint, er könne ihn als Schweizer Kanadier einbauen. Er hat dann nicht ganz gelangt und so. Mhm. Er hat in der ersten Liga in Küsnacht am Rigi gespielt und so. Aber wir haben einander gekannt und so. Und dann auch später, als er Trainer war, Headcoach und so, hat mir immer wieder angerufen, wenn er irgendwie etwas hat wollen wissen über Spieler wie der ist und so, wenn er Transfers hat wollen machen. Und er hat gewusst, dass ich einfach nicht lüge, dass ich sage, so wie es ist. Und er hat mich angefragt, ob ich mit dem ZSC das machen will. Und er hat mir gesagt, als er kam, ich habe 4 Monate Zeit. Und in diesen 4 Monaten stecke ich all meine Energie rein, dass wir Schweizer Meister machen. Mhm. Ich dachte, oh, super, zuerst müssen wir mal in die Playoff kommen. Oder? Das hat nicht so gut ausgesehen dort.
Und wir haben da angefangen zu arbeiten. Und die Mannschaft, muss ich sagen, war auch zuerst ein bisschen skeptisch. Ja, der Schuhmacher, wir kannten schon und so, grosse Schnurren. Und da ist der Kossmann, ja, wir kannten auch, er war in der Schweiz und so. Aber keiner genau gewusst, was er anfangen muss mit dem, oder? Und sind schon ein bisschen skeptisch gewesen. Die Trainings sind noch ein bisschen verhalten gewesen und so. Und das ist je länger, je besser geworden. Und plötzlich war die Kommunikation da auf dem Eis. Wir geredet miteinander in der Garderobe. Und es ist relativ schnell gut geworden. Aber es hat immer wieder Rückschläge gegeben, auch in der Qualifikationsrunde. Mhm. Ich meine, wir haben es vom 7. Platz beendet. Nee. Oder? Also es war nicht so herrlich gewesen. Und was hast du, André Röteli, gedacht, wenn die Konstellation dann zu Rüder kam beim ZSC? Ich glaube, das, was Leo sagt, als er beim Hans ist, dass der Hans weiss, dass er nicht lügt und seriös mitschafft und alles drin hineingeht, das ist vielleicht danach auch bei meiner Situation. Es bildet sich in der Kürze schnell ein Team. Und das Team muss extrem schnell funktionieren. Und du hast eine Mannschaft von 20 Spielern, die viel aufnehmen und gewisse Schwächen sofort sehen. Und je schneller dass das Team seriös zusammen schafft, umso einfacher geht es nachher für das Coaching-Team, um weiterzuarbeiten. Ich glaube, das ist auch ein Erfolg von dem Ganzen. Mhm. Thomas Rost, also ich meine, es ist ja auch eine spezielle Konstellation. Also einerseits der Leo Schuhmacher als Schweizer und dann der Nordamerikaner Hans Kossmann. Also ich tue jetzt als solches betiteln. Es ist ja noch ein interessantes Duo, oder? Oder was hast du gedacht, wo das passiert ist? Ja, ich habe gedacht, also vor der Saison habe ich gedacht, Zürich wird Meister. Das habe ich auch in einer Kolumne irgendwie deponiert. Ja. Allerdings bin ich dann davon ausgegangen, dass das mit einem gesunden Robert Nilsson Meister werden. Und wo der Nilsson ausgefallen ist, sind die so nicht mehr gut gewesen und dann hat irgendwie ein bisschen Magic und ein bisschen Skills gefehlt. Das hätte er dann nicht zugetraut, muss ich sagen. Und nach dem ersten Spiel in Zug habe ich gemeint auch, das wird gar nicht. Mhm. Und dann hat es plötzlich gekippt und das ist schon faszinierend gewesen, das zuzuschauen und das zu verfolgen. Es ist ein bisschen ähnliche eine ganz ähnliche Geschichte wie dort vor zwei Jahren, wo Bern Meister geworden ist, wo Zürich den Messi ausgehabt und irgendwie in der Verlängerung im ersten Spiel den Pfosten getroffen hat und dann hat es gekippt. Ganz ähnlich, das ist mega spannend, das ist ein Playoff. Oder? Leo Schuhmacher, ist das der Moment gewesen, wo es wirklich gekippt ist? Hast du das auch gemerkt? Also zuerst möchte ich mal schnell zurückkommen auf das, was Thomas sagt, wegen Nilsson. Das ist richtig, dass die Spieler haben nie genau gewusst, kommt denn noch diese Saison? Der Sjögren, der Blindenbacher, kommen die überhaupt noch? Und dann hat man das gleich klargestellt. Also die Saison ist fertig, wir haben das Kommuniqué rausgegeben und die Saison ist fertig für die. Mhm. Jetzt sind plötzlich andere aufgestanden in der Mannschaft, haben eine Rolle übernommen, die sie vorher nicht übernommen haben. Und nach dem Spiel in Zug, das war Katastrophe, aber der Wille wäre da gewesen, muss ich sagen. Einfach die Beine haben nicht mitgemacht, vielleicht waren zu viele Informationen da gewesen, im Kopf und so. Auf jeden Fall, wir haben das auch gemerkt, im Training danach, plötzlich ist wie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Und wir haben nach dem wirklichen Zug ein ganz anderes Hockey gespielt, als die erste Runde, die du gesehen hast, Thomas. Und wir sind auch selber verwundert gewesen, wie kann das passieren? Aber die Mannschaft selber, die hat das selber gemacht. Es war so eine gute Mannschaft dort drin gewesen. Die haben plötzlich geredet miteinander in der Garderobe. Hat man gemerkt, es hat knistert und so. Und ja, das ist der Moment gewesen, wo es nach der Opsi gegangen ist. Du warst ehemaliger Spieler, André Röderi. Hast du so einen Moment auch erlebt, wo einfach dann zumal, also ich tue das jetzt nicht so interpretieren, oder siehst du das so, da hänge ich jedes Trainerteam an der Bande stehen und es wäre dann der Ruck durch die Mannschaft gegangen? Nein, ich nehme ja, an. Natürlich so schon nicht gerade, weil der Hans hat mit ihnen dann ein Hockey spielen wollen, ja. Wo sie zuerst haben müssen annehmen. Ja. Aber sie haben dann gesehen im Spiel, dass wenn sie da spielen, dass das wirklich funktioniert. Ja. Oder? Vor allem mal defensiv haben wir plötzlich wirklich gut auf Spielen. Alle sind der Spur besser geworden. Das ist nicht einfach so geworden. Wir können jeden eine Bande stellen. Ja. Das stimmt schon nicht. Weil er hat die Emotionen auch im Spiel auf die Mannschaft übertragen. Natürlich, oder? Im Ding sind, glaube ich auch, es ist selten eine Mannschaft, die am meisten macht, dass ein Spieler alle Serien durchzieht oder einen ganzen Block einfach jede Partie, Viertelfinale, Halbfinale, Final dominiert. So wie ich es zu meiner Zeit auch erlebt habe,
hat vielleicht mal diesen Block gezogen. Und dann ist er wieder ein bisschen zurück, hat aber mitgeholfen seriös und ist ein anderer Block gekommen. Und das Gleiche ist im Individuellen. Durch das, dass du einen verletzten Spieler hast, der vielleicht auch ein Top-Shot sein kann, gibt es eine riesen Chance. Sei es ein Junge, wo man gar nicht gedacht hat. Oder einer, der eine B-Lizenz reingeholt hat. Kommst mal mit, machst mit und plötzlich fährt er noch verrissieren. Hat es so Spieler gegeben, die dich überrascht haben? Ja, unbedingt, was du sagst. Also, unsere vierte Linie dort mit dem Miranda, Prassel und mit dem Künstler, das war ja unglaublich, was die für Match gezeigt haben in den Playoffs. Die waren sogar entscheidende Linie, wie du sagst. Die sind alle zusammen, haben die eine Klasse besser gespielt, haben gespürt, dass sie das Vertrauen vom Trainer haben. Da haben wir draussen diskutiert. Das ist eben auch wichtig. Sie haben gemerkt, wow, da gibt uns wirklich. Ob jetzt die erste Linie vom Gegner drauf war oder nicht, hat er sie nicht gerade wieder drauf genommen, sondern gesagt, ihr spielt jetzt gegen die. Und die haben das hervorragend gemacht. Oder der Tim Werni, der 17-Jährige, der gekommen ist, der hat gemerkt, hey, ich darf auch einen Fehler machen, gerade das Spiel im Zug. Ja. Er war zweit im Slot, zweit vom Gegner, der macht das Goal. Und der hat nachher genau gleich wieder gespielt. Mhm. Oder? Und das Vertrauen, das kommt meistens, wenn man das gibt, als Headcoach, als Coach, Vertrauen im Spieler, es kommt immer retour. Mhm. Kommt immer etwas retour. Tim Berni ist ein gutes Stichwort, gerade für den NHL-Scout. Das ist ein junger Spieler, der dir wahrscheinlich das Herz aufgeht, wenn du siehst, wie der Knopf aufmacht in so einer Serie. Oder? Ja, ist so. Und er hat nicht nur in dieser Serie eigentlich den Knopf aufgemacht. Ich kenne ihn schon länger. Und er hat so vor 2-3 Jahren ist er im weiten Fenster von den NHL-Scouts. Also man hat nicht geglaubt, dass er draftet wird. Und er hat sich in den letzten 18 Monaten so gut entwickelt, dass ich heute sicher bin, dass er draftet wird werden. Und hat auch hervorragend gespielt in diesen Serien. Also ich bin wirklich Hut ab. Es wird nicht irgendwie ein Superstar und auch kein Erstrunden-Pick, aber der wird draftet. Und wenn ich sehe, eben, was die Scouts, was auch ich für eine Meinung von ihm hatte vor 18 Monaten, ist das eine riesige Entwicklung und das ist doch super. Es ist eine spannende Geschichte im Zusammenhang mit dem Tim Berni. Oder? Wir hatten eben die spielende Legende mit dem Matthias Seger, oder? Wo faktisch, sage ich jetzt einmal, aus russischer Sicht, hat der Platz endlich weggenommen, der spielende Legende. Wie sind ihr mit dieser Situation umgegangen? Weil ich meine, zumal hat er mehr Eiszeit als die spielende Legende, oder? Ja, also ich muss sagen, für mich ist der Matthias Seger ein Monsieur. Also, ist unglaublich. Also, als er gemerkt hat, dass er nicht so viel Eis bekommt, er war unglaublich aktiv. Er ist aktiv in der Garderobe. Er hat zum Beispiel auch viel mit dem Tim Berni geredet. Ja, mach das so. Oder wenn der Schuhmacher mal etwas laut sagt, ja, weißt du, das machst du schon richtig und so. Aber er ist für mich ein Monsieur. Also wirklich, er ist unglaublich. Wenn er sich in die Situation in der Match oder auch in dem Training und so, ist nie einer, der irgendwie negativ war, sondern er hat einfach gewollt, dass die Mannschaft Erfolg hat. Ja. Super. Was man ja immer sagt, ist, in den Playoffs kommt es auf die kleinen Sachen drauf ab. Oder die kleinen Details, die einfach zusammengreifen müssen, die Zahnräder, die müssen ineinander eingreifen müssen. Unter anderem ist ja auch ein Jungtrainer dazu gestoßen zum Staff, ist der Michi Liniger, der ja eigentlich dein Amt als Headcoach bei der GCK Lions übernommen hat. Mehr oder weniger, also nein, du hast bis jetzt schon länger fertig, aber du hast gegen ihn noch gespielt, gegen den Michi, oder sogar mit ihm zusammen noch gespielt. Wie hast du seine Rolle gesehen da, in dem Coaching-Staff? Gut, der Lino hat eine sehr positive Entwicklung. Er ist noch nicht lange Coach, hat lange Zeit auch noch gespielt, aber ist super integriert worden dort. Und ich glaube, er hat gesehen, dass er eine riesige Chance hat, aber nicht nur das, sondern er lebt das auch. Und er hat mit dem Leo auch noch eine riesige Erfahrung. Er hat in den Staff reingehen können. Und wenn wir vorhin diskutiert haben, was er alles gemacht hat, also da hockst du nächtelang im Video. Mhm. Und ja, das merke ich einfach auch. Du musst das verdienen und du musst einfach reinlegen, wenn du so einen Job willst. Und das hat das Thema eben da auch schon gehabt, oder bin ich dabei gewesen, aber haben wir gehabt. Schweizer Trainer, ja oder nein? Wenn wir eine Chance packen wollen, dann musst du einfach reinlegen. Und ich glaube, so wie wir geredet haben, hat Lino einen super Job gemacht. Ja, dann fragen wir doch gerade den Assistenztrainer, beziehungsweise seinen Chef bei der GCK Lions, der Headcoach. Was hat er für eine Rolle gespielt in dem Coaching-Staff? Weil er ist ja nur ein neues Element gewesen, ja, oder? Ja. Also, wir waren sowieso Coaching-Staff von 4 Leuten. Oder? Da kommt ja auch noch der Torhüter-Trainer, der Sigi, dazu. Und der ganz klar der Chef war der Hans Kossmann. Mhm.
Und er hat mir die Verteidiger gegeben. Während dem Match habe ich auch die Verteidiger, aber eine freie Hand gehabt. Gut, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich schon einen bösen Blick gehabt und so, oder? Und der Liniger hat während dem Match er Verbindung mit dem Siegfried, der hier oben die Tribüne war. Und hat ja uns danke im Sinne Coaches Challenge haben wir das Goal nicht überkommen gegen Bern. Und er hat Verbindung mit dem und hat während dem Match immer geschaut, wie spielt der Gegner mit der Linie. Also, was hat er für einen Rhythmus? 1, 2, 3, 4. Oder zwischen denen immer wieder die erste Linie. Er hat das ein bisschen angeschaut. Er hat aber auch angeschaut, wie tun sie vorchecken, wie machen sie neutral Zone, wie spielen sie in der neutral Zone. Er ist unglaublich, wie er wirklich den Hockey versteht. Und vor allem, er ist fanatisch am Video, wie ich Rutz gesagt habe. Er ist, glaube ich, nachts, am hat er noch Video studiert und so. Und er ist, wenn ich am Morgen um 7:30 ins Büro kam, sind die schon am Video gewesen. Und ich habe mich richtig ein schlechtes Gewissen gehabt. Also, Aber er ist eben der ja eigentlich in dem Sinne der jüngsten Runde war und eigentlich nicht vor allzu langer Zeit aufgekehrt hat. Was für einen Draht hat er zu den Spielern gehabt? Das nehme ich mich schon. Er hat natürlich einen super Draht zu den Spielern gehabt. Alle haben ihn quasi, so, ich sage jetzt einen Ausdruck, als Spielercoach angeschaut. Also er hat auch noch nach dem Training mit denen noch gekapselt und so. Jeder hat gesehen, dass er noch spielen könnte. Er ist ein bisschen langsam geworden und so. Aber dass er könnte spielen und er hat zu jedem Spieler einen hervorragenden Draht gehabt. Hat, wenn einer nicht ganz die Rolle gespielt hat, ist er zu ihm und hat ein Gespräch gesucht und so. Er hat eine wichtige Rolle gehabt in dieser Coaching-Staff. Ganz Thomas Rost, du hast es vorher angesprochen, oder? Vor zwei Jahren ist der SCB eigentlich unsere Hinter-Tablo-Hälfte der Playoffs, hat sich dann zum Meister gespielt. Was ich mir dann einfach durch den Kopf lassen gehe, ist, ja, wie viel Sinn macht denn der Modus noch? Oder wie viel müssen wir denn investieren in der Qualifikation? Wenn wir eigentlich, sagen wir mal, am weitesten sind die Chancen fast grösser sind, als wenn man knapp in Playoffs drin kommt und unter Umständen nachher kann Meister werden. Weil durchmarschieren, das gibt es eigentlich sehr selten, oder? Ja, das macht schon Sinn. Also, der Playoff-Modus ist natürlich vor allem Spektakel. Das ist für Zuschauer. Und Eishockey ist Entertainment. Darum ist Spektakel steht über allem. Sportlich gesehen wäre natürlich der richtige Schweizer Meister der nach der Regular Season an erster Stelle steht, sage ich jetzt mal. Aber das, eben, wie gesagt, ist Spektakel. Ich glaube auch, man darf es jetzt nicht so. Wenn man jetzt die Statistik anschaut, darf man auch nicht jetzt nur das Beispiel von Bern und von Zürich nehmen, wo jetzt aus Hinterhand eigentlich. Meister geworden sind, das ist nicht der Normalfall, das muss man schon sehen. Im Normalfall sind schon die, die vorne sind, in den Playoffs leicht favorisiert. Aber der Heimvorteil ist ja nicht mehr so relevant. Ich meine, ihr werdet die Schweizer Meister in Lugano, oder? Ja, ich glaube, ZSC ist immer Auswärtsmeister geworden. Oder meistens Auswärtsmeister geworden. Ja, wobei, das ist außergewöhnlich. Also jetzt im internationalen Vergleich gibt es Statistiken, dass in Spiel 7 von Playoff-Serien, ich weiß jetzt nicht genau, ob von Finalspiel, das bin ich nicht sicher, aber von Playoff-Serien gewinnt in der Regel der, der im Spiel 7 das Heimspiel hat. Und jetzt ist es im Fall von Kloten, im Fall von Lugano, nicht der Fall gewesen. Das ist auch ein bisschen außergewöhnlich. Was euch gefällig ist, ist wirklich, dass völlig unterschiedliches Hockey ist in der Qualifikation und einem Playoff. Ist eigentlich die Qualifikation fast ein bisschen wie eine Mogelpackung dem Zuschauer gegenüber? Nein, würde ich nicht sagen, sondern es wird vielleicht auch mehr probiert. Wir testen auch noch ein bisschen mehr. Es gibt vielleicht Änderungen. Man lernt die Gegner, die man ein paar Mal spielt, lernt man auch besser kennen. Und ich glaube, das gibt ein bisschen den Mix aus dem heraus, dass halt nachher in den Playoffs bist du wirklich voll fixiert auf einen Gegner. Und du nimmst den Gegner auseinander mit Stunden von Video, da weißt du fast jeden Schritt, der passiert. Du musst dir fast überlegen, was könnte man etwas überraschenderweise bringen oder so. Und von dem her, also ich bin der gleichen Meinung, Playoff würde ich nicht missen, also nie. Apropos Überraschungen, ihr habt in Kloten eine zünftige Überraschung müssen erleben. Also das heisst, du hast die Mannschaft eigentlich in der letzten Serie übernommen. Was hast du für ein Gefühl gehabt, als du zuerst mal mit der Mannschaft dann auf die Eis gegangen bist? Das ist noch lustig in dieser Runde. Es sind viele Worte gefallen, Systemänderung da, so ein Trainer kommen zusammen und so weiter. Und ja, es ist einfach schade, dass wir abgestiegen sind. Aber es ist so. Es ist für mich. Ja, es ist.
Ich überlege viel, was kannst du dazu sagen oder wie viel kannst du eigentlich einpacken. Es ist so viel in dieser kurzen Zeit abgelaufen. Wenn man vom Staff redet, gut, ich habe mich mit dem Nick relativ ein Jahr Elite gemacht, wo der Nick Gelsdag kam, das erste Jahr. Und wir, genau, wir haben uns kennengelernt, wir haben 4 Matches gemacht, bevor es der Kevin kam. Das habe ich gewusst, das funktioniert, das ist Vertrauen, da müssen wir nicht lange diskutieren. Ich habe den Staff auch ausgebaut, wir haben den Figen dabei gehabt, Holstein Felix, wir haben der Novizentrainer Tommy Derungs habe ich genommen, der Lembo, der nicht mehr spielen konnte, hat auch gefragt, kann ich etwas machen, hat auch im Video mitgeholfen. Also sehr schnell eigentlich ein Staff, der sehr gut funktioniert hat. Da bin ich auch dankbar gewesen. Auch die Eindrücke der Mannschaft, wir hatten 4 Tage Zeit. Die Eindrücke der Mannschaft, das System ändern, wie viel können wir ändern, wie viel Zeit haben wir. Zum Teil noch ein bisschen Verletzte, wer kommt zurück und so fort. Sehr viele Eindrücke von aussen, die positiv mithelfen wollen, vom Mentaltrainer über viele verschiedene Personen. Und ich habe das aus einem Trainerkurs mitgenommen, von einem Handballtrainer, der einfach gesagt hat, du stehst jetzt als Headcoach da und du musst entscheiden. Und die Entscheidung kann gut sein oder schlecht und dann musst du dahinter stehen. Ich hätte so viele Sachen noch entgegennehmen können, aber die Zeit läuft irgendwie unter den Füßen weg. Und was macht man denn in dieser Situation? Ja, dort musst du Entscheidungen treffen. Ja. Und, die haben dann nie geläutet? Oder was sind das für Entscheidungen? Ja, eben gut, du kannst am Schluss nicht 10 Mentaltrainer reinnehmen oder irgendwelche Sachen und 4 Telefone. Es ist eigentlich noch interessant, das ganze Coachen, das sich auf ein Match bezogen hat, das war ein kleiner Teil eigentlich nachher von dem ganzen Zirkus, der aussen durch abgelaufen ist. Aber führen wir dann zum Beispiel Einzelgespräche? Mit den Spielern. Also, es ist ja schon erstaunlich. Da hat es so etablierte Spieler in der Mannschaft gehabt, wo man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein, dass die in einer Saison das Hockeyspielen verlieren. Oder? Also, ich meine, wenn ich da an einen Praplan, einen Holstein, einen Biber, einen Lem und so weiter denke. Oder? Also, Zeit jetzt explizit. Ich habe eine halbe Stunde Einzelgespräche geführt. Das ist nicht drinnen gelegen. Man hat sicher Gespräche geführt, aber es ist zwischen Tür und Angel blöd gesagt. Schon im Trainerraum. Aber es ist nachher dann auch das Ganze zusammenbringen. Dann kommt die Mannschaft hat sehr viel durchgemacht in dieser Saison, das muss man sehen. Und der ganze Druck, den sie hatten, also viele Spieler oder fast mehrheitlich auch, die haben die Situation noch nie so erlebt. Plus ist nachher immer in der Zeitung der Traditionsklub, der so manches Jahr in der Nazi A ist, könnte vorkommen, dass man abstiegt. All die Mechanismen irgendwie können den Spieler probieren auf die Seite zu schaufeln. Das ist nicht so einfach gewesen. Und das war auch ein bisschen der Spielverlauf gewesen. Es ist auch vorher erwähnt worden. Es sind 1-0 in Zug hingen, ein Match verloren. Wir haben 2 Matches verloren. Ja, gehen wir jetzt den dritten noch ein, gehen wir 4-0 aus. Ich kann die Gefahr bestehen. Und die Mannschaft ist für mich in diesen 2 Matches nicht so schlecht. Resultate 4-1, 4-0 irgendwie. Resultate sind für mich in den Playoffs eigentlich nicht so wichtig oder nicht, das ist nicht so das Problem gewesen, ja, genau, sondern die Mannschaft habe ich eigentlich gespürt, Einflüsse, Ruiz, die Mannschaft, die Hälfte hat unterschrieben in einem anderen Club, wollen die überhaupt noch? Mhm. Ich habe den Gielen klar gesagt, ich habe das Vertrauen in jeden, weil das ist ein Part des Business. Mhm. Und ich wusste, dass jeder alles gibt, um dort hineinzuwachsen, dass wir kommen. Und das, von mir aus ist es eine Frage der Zeit gewesen, dass wir wieder in diese Serie hineingehen können. Und das haben wir eigentlich auch zustande gebracht, nebst dem Umfall in den letzten 2 Matchen. Genau, schlussendlich. Du hast viel Erfahrung, Leo Schumacher. Du bist lange im Hockey-Business. Wie kannst du dir das erklären, dass eine Mannschaft, sage ich jetzt einmal, eben, ich habe vorher ein paar Spieler aufgezählt, die so etabliert sind, notabene auch zum Teil Nationalspieler, die irgendwo wie blockiert sind? Ja. Ich habe das, glaube ich, im Zug erlebt, als ich im 2000 Retour kam, haben sie den Doug Mason entlassen. Und ich habe das mit dem Serge Beltier gemacht. Dort. Und ich habe auch eine total verunsicherte Mannschaft gesehen. Also Spieler, die hochgelobt worden sind, wo technische Fähigkeiten und alles. Aber plötzlich ist einfach nichts mehr gegangen. Und ja, ich weiß nicht, ob ein neuer Trainer kommen kann und einfach sagen, ich habe jetzt Vertrauen zu dir.
sondern es ist ein gegenseitiges Vertrauen. Also der Spieler muss auf dem Eis alles geben, dass der Coach sagt, wow, das nächste Mal ein Penalty, der liegt die Schüsse rein, der blockiert die Schüsse und so. Gibt dem Coach Vertrauen. Das ist eine gegenseitige Arbeit oder eine gegenseitige Sache, muss ich sagen. Aber manchmal findet man eben den Weg nicht mehr. Man flucht nur als Coach und so. Und das Vertrauen kommt nie retour. Oder es gibt eine Situation, wenn ich jetzt sage, wo wir noch in der Verlängerung zum Beispiel, in der Playoff, in der Verlängerung gewonnen haben. Und jeder Spieler hat gewusst, die Verlängerung haben wir auch gewonnen, die haben wir auch gewonnen. Und plötzlich war im Kopf drin, Verlängerung macht nichts, wir gewinnen die sowieso. Mhm. Wir sind gut zu Weg. Oder? Und aber das ist aber im so einen Moment einfach. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es ein Rezept gäbe. Mhm. Dass, wenn man eine total verunsicherte Mannschaft hat, ob man die. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich ein Top-Trainer, wenn ich das wüsste, wie man das machen könnte. Thomas Rost, wenn man jetzt die jüngste Geschichte von EHC Kloten anschaut, ist das eigentlich so ein bisschen die logische Konsequenz? Also, man hat Besitzerwechsel gehabt, man hat finanzielle Probleme gehabt. Zuerst mal sind der Herr Gedul dran, der Nordamerikaner dran, jetzt ist der Herr Lehmann dran. Ist das eigentlich auch so ein bisschen ein Spiegel von der jüngsten Geschichte von EHC Kloten, dass das jetzt passiert ist? Ich glaube schon, dass das ein bisschen einen Einfluss gehabt hat, weil es sicher nicht förderlich war für die Entwicklung von dem Club, dass es so viele Besitzerwechsel gegeben hat und auch vor allem so viele Strategiewechsel gegeben hat, von Klotzen mit Geld bis zu tot sparen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube nicht, dass das ein entscheidender Faktor war. Ich glaube, wir überschätzen auch ein bisschen überschätzen die Mannschaft. Die ist nicht so stark besetzt gewesen. Jetzt war meiner Meinung nach sehr gute Schweizer Spieler gehabt, die eigentlich im Mittelfeld in der Rangliste hätte das sollen langen. Aber die Import-Players sind natürlich schwach gewesen bei Kloten im Vergleich. Und man hat auch ein bisschen versucht, die Vergangenheit ein bisschen zu reaktivieren. Santala geholt, der früher noch top performt hat, aber einfach einen Schritt an Speed verloren hat. Und das hat man alles ein bisschen unterschätzt. Und wenn ich so die Importspieler anschaue, dann hat es eine gewisse Logik, dass Kloten nicht so gut war. Und man redet jetzt immer von Hollenstein, Brabbelin, Grassi war, glaube ich, noch verletzt. Ja. Das ist ein starker Spieler. Oder? Die sind schon stark. Eben der eine ist verletzt, zwei, drei Top-Spieler, Nationalspieler, dann aber auch sehr viele Junge, die noch nicht so Erfahrung hatten. Und das Ausländerpaket war schlicht ungenügend. Mhm. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen hat, zum Beispiel ein Salinen, oder? Ist ja im Spengler-Göppenbrief gespielt und spielt, zeigt mal ein ganz anderes Gesicht, als dass er das mit dem Club gezeigt hat. An was liegt das? Das ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Also ein Salinen hat für mich schon nicht. Also ich habe Spengler habe ich das Gefühl, das ist ein neu fallender Spieler. Also das ist, hat Goethe-Leistung gebrungen. Oder weiss es auch nicht, wir kennen den anderen Röter. Ich bin nicht so Fan von ihm. Ja, ich muss sagen, als Coach. Es ist fast der Vorwurf, von wann er jetzt macht. Das ist, dass die Ausländer nein, Tote nein, nicht er hat ihn ja nicht verpflichtet. Thomas hat nicht unrecht in dem Sinn. Salinen ist für mich in dem Moment. Aber nicht für über Nein, aber im Block hin. Er hat verhaben. Aber klar, wir warten Goal in so einem Moment und so weiter. Schlussendlich ist sicher auch, viele Spieler haben stagniert. Ich meine, ich habe die Serie Alter Rappi auch schon ein bisschen angeschaut. Und Alter ist eigentlich auch dem gescheitert. Es ist nicht, dass die schlechter waren, sondern sie haben in diesen Momentums, wo sie eigentlich drückt haben, das Goal nicht geschossen. Und wir waren ein bisschen im gleichen Sumpf eigentlich drin. Und das ist klar, sind wir uns gewohnt, dass der Ausländer zum Teil einfach zu kommen, Sniper macht den Unterschied. Und da gibt er recht, das haben wir nicht gehabt. Salin mache ich eigentlich nicht den Vorwurf. Dazu muss man aber auch sagen, Rappi hat ja nur mit zwei Ausländern gespielt. Oder? Also, ja, und das finde ich eben auch interessant. Oder? Jetzt redet man irgendwie von Zürich Meister geworden, alles richtig gemacht, Kloten abgestiegen, alles falsch gemacht, Rappi aufgestiegen, alles richtig gemacht. Das stimmt natürlich nicht. Warum nicht? Weil Rappi hat meiner Meinung nach fahrlässig gehabt, nicht, dass nicht ein Ersatzausländer und zusätzlichen Ausländer verpflichtet haben. Und dann tatsächlich habe ich dann darunter gelitten. Kloten hat auch nicht alles falsch gemacht, die haben vieles richtig gemacht. Und Zürich hat auch kein gutes Ausländerpaket gehabt, also, sage ich jetzt. Außer dem Peterson und dem Klein sind die anderen, die sind ungenügend. Mhm. Sind wir aber Meister geworden? Ich wollte nicht Sportchef sein. Es haben mir ein paar Mal überlegt in Rappi, wenn sie es nicht geschafft hätten. Das wäre, also ich wäre fatal drum gekommen. Ja gut, aber wenn das passiert wäre. Aber du hast jetzt eine andere Ausgangslage. Nein. Und, also nur ganz schnell, da will ich Klammer öffnen. Das heisst, der andere Röder ist nächste Saison beim EHC Kloten auch wieder an der Bande? Ich kann so sagen, es ist nichts unterschrieben bis jetzt.
Aber so wie der Figen und ich tagtäglich arbeiten und wie der Figen planen, ist das eigentlich so. Sollte das in die Richtung gehen, sage ich so. Mhm. Und das ist eine Tatsache. EHC Kloten ist in der Nationalliga B, in der Swiss League. Du kennst die Swiss League. Was erwartet Kloten? Ja, ich glaube, wenn Kloten einigermaßen, also wir haben ja viele Abgänge und so, aber die Spieler, die sind all zusammen national geprüft und so. Ich glaube, ich werde eine gute Rolle spielen in der Swiss League. Da bin ich überzeugt, also die werden ganz vorne dabei sein. Also da habe ich überhaupt keine Angst, oder? Tatsächlich? Ja, ja. Also sind viele Abgänge? Ja, ich weiß, es sind viele Abgänge. Aber, und auch die Jungen zum Teil, die nicht bleiben. Also, ich weiß es nicht, das ist nur meine Aussenwahrnehmung. Ja, also ich sage, wenn er noch zwei gute Ausländer hat, ich weiß nicht, die sind ja nicht gegeben, oder? Wenn er zwei gute Ausländer hat, dann kann er wirklich vorne mitspielen. Also da bin ich jetzt überzeugt, hundertprozentig. Also vorne, ich rede von den ersten vier, ja. Oder? Langenthal, Olten, Aschwa, die werden auch wieder Spitzenteam sein, ja. Oder Fisp. Ja. Oder? Aber Kloten wird mit Mistler vorne. Und wir sind ein paar ausbildende Club, die halt sehr viele junge Ideen haben. Und wir schauen, dass wir uns während der Saison steigern können. Mhm. Aber ich werde eine gute Rolle spielen, da bin ich überzeugt. Also es wird sehr zuversichtlich kommuniziert bei mir, hat sich Kloten. Man ist voller Tatendrang in der zweiten Liga. Und trotzdem finde ich es ja schon noch auffallend, dass es einen unglaublichen Effort braucht, um nachher aufzusteigen wieder in die Nationalliga. Haben wir nicht ein bisschen Angst vor dem? Also der Abstieg verhindern wäre auch einfacher, um wieder aufzusteigen. Merci Leo, schöne Worte. Ich habe das erleben, als mein erstes Jahr nach Elite-Spielen dürfen ACB in Alten spielen und aufsteigen und nach 19 Jahren Mann. Ich bin gerade so am Videokassetten sortieren und solche Sachen und habe also ein Match vor 30 Jahren, wo wir gerade noch gespielt haben für einen Aufstieg. Und das wird pickelhart, wie es der Abstieg zu verhindern war. Und ich bin vorbereitet, dass die Spieler tagtäglich wissen, was wir machen, damit sie in der Nazi-B bereit sind. Weil noch einmal die Klub, die du gesagt hast, aber auch ihr ausbildenden Klub oder wie auch immer, das wird nicht einfach. Also wenn du Routinierspieler behaltest, wenn wir die Köhe drin tragen behalten, wenn da nur das Gefühl ist, ich kann eins Bein aufbinden, bist du auf dem falschen Platz. Dann bist du verloren. Also, und ich kann mich erinnern in Olten, und ich habe das jetzt das Bild in Rappi gesehen, es hat Spiele gehabt, wo man sich gefragt hat, könnt ihr überhaupt mit uns mithalten als Nationalclub, der da unten spielt? Aber da haben jeder Spieler gewusst, was man machen muss. Der Club, der Jeff Tomlinson, hat das 3 Jahre aufgebaut. Ich hatte das mit dem Runke in dieser Zeit gehabt. Jeder hat genau gewusst, was man machen muss und hat wahrscheinlich auf seinem höchsten Level gespielt. Und hat das aber auch durchgezogen. Und wenn du aufsteigen willst, dann musst du als Paket wieder parat sein. Und sonst hast du keine Chance. Also vom Aufstieg habe ich nichts gesagt. Im Fall. Ja. Ja, ja. Ich habe einfach gesagt, du wirst vorne mitspielen. Ja. Sage ich oft, wenn noch zwei gute Ausländer hast. Ja, das muss man sehen. Rapperswil hat eine hervorragende Mischung in dieser Mannschaft. Von Routinier, die nicht einfach ein bisschen am Eis gestolpert sind, sondern hey, die haben eine super Rolle gespielt. Und sie haben junge, hungrige gehabt. Und sie haben natürlich auch super Ausländer gehabt. Also, da müssen wir nicht diskutieren. Und ich habe gesagt, Kloten mit zwei guten Ausländern sehe ich vorne dabei. Oder? Thomas Rost, wie siehst du das von der Aussicht? Wird das schwierig für Kloten? Oder wie lange geht es, bis Kloten sich unter Umständen wieder im Oberhaus? Also, nächste Saison wird brutal schwierig. Wir haben so viele Spieler verloren. So viele gute Spieler, auch junge Spieler. Das wird ganz, ganz, ganz anspruchsvoll. Mhm. Mittelfristig, glaube ich, ist die Chance sehr gut, weil Kloten hat sehr, sehr gute Infrastruktur und da bin ich optimistisch. Kurzfristig bin ich leider nicht optimistisch. Das funktioniert nur, wenn Kloten nicht nur gute Ausländer hat, sondern die müssen probieren, mit allen Mitteln zwei Top-Import-Players anzubringen, die besser sind als die Import-Players von durchschnittlichen Teams in der National League. Mhm. Nur dann hat man eine Chance, wenn es dann auch vielleicht glücklicherweise in einer glücklichen Konstellation zu einer Liga-Qualifikation kommt.
Schließen wir die zwei Schweizer Themen in dem Sinn ab mit dem Meistertitel vom ZSC und mit dem Abstieg vom HAC Kloten und schauen nach einer kurzen Pause dann, zu den Schweizern, die international tätig sind. Bleibt also dran. Es wird spannend. Zurück bei Boxplay, dem Hockey-Talk auf Teleclub Zoom und boxplay.online. Meine Gäste zum Thema Hockeywelt Schweiz sind der André Röteli, der Abstiegscoach vom EHC Kloten, der Meisterassistenzcoach der Leo Schumacher und der Thomas Rost, NHL-Scout. Ja, wir haben das dritte Thema noch ab. Und zwar würden wir gerne noch auf die Schweizer schauen, die international tätig sind, beziehungsweise in der besten Liga tätig sind von der Welt, in der NHL. Thomas Rost, das Jahr danach, nach dem Nummer 1-Draft, also es ist ja der erste Nummer 1-Draft, den wir in der Schweiz mit dem Nico Hischier. Was sagst du dazu? Hat er sich mehr als bewiesen? Er hat sich mehr als bewiesen. Er hat eine grossartige Saison gespielt. Er ist ein sehr reifer Spieler bereits. Zwei Wege, nach vorne, nach hinten. 52 Korbpunkte gemacht. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich jetzt nur die Statistik nehme, bei 5 gegen 5, hat er bessere Werte als andere Nummer 1 Overall-Pick, und da ist dann die Luft ganz dünn. Oder? Da reden wir dann von High-End-Weltklasse-Spielern. Er hat bessere Werte bei 5 gegen 5, scoring-mässig, als ein Steven Stamkos, als ein John Tavares, Ryan Nugent, Hopkins, Jakubov und auch Patrick Kane. Und das heisst brutal viel. Mhm. Super Saison. Hut ab, das gibt dann, wir haben die grosse Chance in der Schweiz, einen NHL-Star können zu sehen, wie er sich entwickelt und irgendwann auch mal die Schweiz zu Meriten treibt. André Rötli, hat dich als überrascht die Saison von Nico Hischier? Ja, überrascht, muss ehrlich sagen. Ich verfolge den NHL nicht jeden Tag, aber sicher der Name, der Spieler in seinem Alter, was er gebracht und wenn man hört, die statistischen Werte, alles zusammen. Ich muss fast sagen, er müsste so wie ein Kinderbuch schreiben. Was hat er in seiner Jugend alles gemacht? Weil die Playmaker-Sache. Und er hat ich kann dir sagen, er ist im Ballis aufgewachsen. Ich weiß einiges über ihn. Das? So, es sind viele Spieler, die ich vermisse. So, der Spielwitz, die Spielintelligenz. Und das macht ihn wahrscheinlich einfach so unglaublich aus. Leo Schumacher, du arbeitest auch mit vielen jungen Spielern, im Ausbildungsclub GCK Lions. Was macht der Spieler Nico Hischier aus? Also wenn du das vergleichst mit Gleichaltrigen, die in deiner Mannschaft spielen. Ja, ich habe das Glück, ich habe gegen Hischier gespielt, als er beim SC Bern als Novize in der Elite gespielt hat. Und ich muss sagen, wir mussten schon speziell aufpassen auf ihn. Das gibt es ja selten, dass ein Novice raufkommt. Übrigens im Halbfinale Playoff gegen den SC Bern haben sie von der Elite, von den Novizen aufgenommen in die Elite. Und er ist unglaublich. Man sieht einfach, wenn er auf dem Eis ist, den Spielwitz, den er hat, die Cleverness, die er hat. Und vielfach ist er bereits dort, wo die Scheibe wird gehen. Also der Nasenlänge vor uns. Ja, genau. Ja. Hat er mal gesagt. Oder? Die Spieler gehen meistens dort, wo der Böck ist. Ich gehe dort her, wo er wird sein. Oder? Ja. Und da ist mir ein bisschen so vorgekommen. Also, aber es überrascht mich natürlich auch, dass er 52 Punkte in diesem Alter in der NHL spielt. Er ist ja der jüngste Stammspieler in der NHL. Stimmt. Der jüngste. Mhm. Unglaublich. Wenn wir aber Gesamtheit, also ich meine, die NHL-Saison hat ja eigentlich mit der Enttäuschung angefangen. Und zwar hat eigentlich ein NHL-Vorreiter, der Mark Streit, hat müssen seine Karriere beenden. Und wenn du jetzt Thomas Roster so ein bisschen auf die Saison zurückschaust, ist das ein gutes Schweizer Jahr gewesen jetzt in der NHL? Sehr gut, ja. Sehr gutes Schweizer Jahr gewesen, weil eben der Nico natürlich, der sich auf sehr hohem Niveau bestätigt hat als Nummer 1 Draft. Dann hat vielleicht Nino Niederreiter so ein bisschen eine durchzogene Saison gehabt. Der Roman Josi hat sich aber als absoluter Superstar, also als Starverteidiger bestätigt. Er gehört zu den 10 besten Verteidigern der Welt. Er hat das bestätigt von der letzten Saison. Der Fiala, der einen riesen Schritt gemacht hat, der mich positiv überrascht hat. Sind beide übrigens noch dabei, oder? Genau, Timo Meier auch. Ja. 21 Goal, ja. Relativ schlecht gestartet, kann schon ein bisschen zweifeln an ihm. Und jetzt hat er das bestätigt, dass er wirklich ein Power-Forward ist, der Goal machen kann. Mhm.
Nein, es ist aus Schweizer Sicht sehr, sehr erfolgreiches NHL-Jahr. Mhm. Aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass jetzt, wenn wir dann vielleicht noch mehr in die Zukunft schauen, dann bin ich nicht mehr ganz so optimistisch. Ja, aber das wäre meine Folgefrage. Also, wie sieht es denn aus mit dem Nachwuchs in der, mit dem Schweizer Nachwuchs in der NHL? Stoßt da hinten an etwas nach, wo man kann sagen, oh, das ist verheißungsvoll? Oder die sind auf der Spur von Nico Hischier? Nein. Einen zweiten Hischier sehe ich im Moment nicht, aber jetzt für den nächsten Draft bin ich mengenmässig relativ optimistisch. Ich habe das Gefühl, 5-6 Spieler könnten getraftet werden, aber keine sehr früh. Mhm. Dann 2001 habe ich Probleme. Bin ich nicht sicher, was dort kommt. 2002 hat es wieder 3 Spieler, die im Moment, wo ich das Gefühl habe, aus NHL-Sicht, die könnten ein Thema werden. Einer aus Biel, Noah Delemont, Verteidiger, ein Stürmer aus Lausanne, der Rochette. Mhm. Und einer bei euch, der Knack. Mhm. Die sind wirklich gut. Aber man darf nicht vergessen, oder? Wir reden immer von Enttäuschung, von Desaster, wenn wir gegen Deutschland so verlieren. Die Deutschen werden in diesem Jahr einen Sport Nummer 1 Pick haben, mit aller Voraussicht nach. Und im nächsten Jahr haben sie einen sehr guten Verteidiger und einen sehr guten Stürmer. Da haben sie uns fast jetzt in den nächsten 1-2 Jahren fast ein bisschen überholt. Ja, das, kann man das so sagen? Also wenn ich jetzt dazu höre, dass die Deutschen fast so ein kleines bisschen vor Überholspur sind? Ja, also in der Breite, in der Tiefe nicht, weil sie schaffen es irgendwie seit Jahren nicht, auf U18-Stufen wieder aufzusteigen. Das ist eigentlich bedenklich, sage ich jetzt mal, für die Deutschen. In der Schweiz wäre da der Teufel los, wenn man da 5-6 Jahre in der zweiten Division verharren würde. Aber sie schaffen es immer wieder, einzelne Spieler zu produzieren, die High-End sind. Mhm. Und letztlich für eine gute Nationalmannschaft brauchst du einfach ein paar High-End-Spieler und nicht irgendwie die grosse Tiefe. Bei uns ist ein bisschen der Fortschritt auf Juniorenstufe, dass die grosse, die breite Masse ist besser geworden. Und darum ist auch die Nationalliga, nein, sie heisst nicht mehr Nationalliga B, Swiss League. Swiss League. Ist im Niveau gegenüber vor 10, 15 Jahren, als ich das verfolgt habe, weil dort spielen ja immer junge Spieler, ist das Niveau wirklich gestiegen. Aha. Du kommst von den Elite-Junioren, André Röteli, du hast jetzt mit jungen Spielern geschafft. Wie ist das? Also ich meine, jetzt gerade nach dem Nummer 1 Draft Nico Hischier, spürt man da irgendetwas, dass da so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein Roger Federer-Effekt entstanden ist? Also es ist möglich, in die NHL zu gehen. Tut er da irgendwo die NHL auch ein bisschen näher an die Schweiz rücken, eben jetzt mit dem Erfolg von Nico Hischier? Gut, was ich viel spüre, ist, wenn ich Gespräche habe mit diesen Spielern, wenn du sie um Ziel fragst, dann kommt viel, mein Ziel ist NHL. Mhm. Aber das ist vielleicht nur wegen der PlayStation, oder? Ja, vielleicht, ja. aber der Weg dorthin, und ich glaube, das ist schon etwas, wo man aufpassen muss, dass jeder irgendwie das Gefühl hat, ich komme eine Chance über und ich bin jetzt in der U16 vielleicht gerade ein bisschen von den Besseren. Mhm. Also der Weg dort über und die entscheidende Phase so in den U16 bis U20, da passiert sehr viel. Und dort schon die richtige Einstellung zu haben und sich wirklich da auch, nebst dem Ganzen, wir haben mit Ausbildung und so weiter, wirklich fokussieren. Ich habe ein Ziel und ich sage nicht nur, das ist ein Ziel. Mhm. Aber sicher ist es für den einen oder anderen, der das Gefühl hat, hey, ich habe ein Talent, ich merke, ich werde ein bisschen mehr gefördert und so weiter. Hey, das ist für mich einer, den ich anstreben will. Mhm. Aber für mich jetzt noch zu viel, die einfach nur davon reden. Und nicht wirklich umsetzen. Genau. Schlussendlich. Zum Schluss wollte ich noch auf Hinblick die bevorstehende Weltmeisterschaft in Dänemark, weil der gleich noch so ein bisschen, haben wir ja als Schweizer Hockey wieder mal einen internationalen Vergleich. Die Ausgangslage ist anders als vor der Olympiade. Also das heisst, jetzt sind die NHL-Spieler dabei. Eher ein Vorteil für die Schweiz oder eher ein Nachteil? Was sagst du, Leo Schumacher? Ja, also vom Kader her muss es ein Vorteil sein, natürlich. Also gut, weil die anderen Mannschaften sind ja da mit denen. Ja, kommen auch mit anderen. Aber ich glaube, das wird unsere Nationalmannschaft schon noch ein bisschen stärken. Und ich glaube auch, dass der Paddy Fischer seine Lehre daraus so geht. Mit der Kaderzusammenstellung glaube ich, dass er ein bisschen gesehen hat, international braucht es nicht nur Talent, sondern ein bisschen Härte. Ja. Und ich glaube, da hat er schon Schlüsse daraus gezogen. Und ich glaube, ich gehe durch und ich hoffe, ich sehe eine gute Schweiz. Thomas Rost? Ja, ich bin nicht so optimistisch, weil wir haben ein bisschen Pech, meiner Meinung nach. Weil, wie du auch richtig gesagt hast, die anderen Nationen kommen natürlich auch mit NHL-Spielern. Wir kommen jetzt mit Niederreiter, mit anderen Ghetto.
Dann Mirko Müller, glaube ich, den muss ich schon studieren. Das ist gar nicht so viel mehr, als wir hatten. Götter Josef, die Viola könnte noch dazustossen, je nachdem. Könnte theoretisch noch dazustossen, aber ob sie dann kommen, nach der langen Meisterschaft, ist eine andere Frage. Also, die Deutschen kommen mit dem Dreiseitel. Oder? Ja. Das ist ein Superstar. Ja. Also, ich bin nicht so optimistisch, das wird eine ganz schwierige WM. Aber ich freue mich natürlich riesig, weil es gibt super NHL-Talent, 19-, 20-Jährige in anderen Nationen. Zum Beobachten. Ich freue mich aber wie die Schweizer auch auf einen Riad, auf einen Rot, wo ihre ersten Sporen abverdienen. Das sind Top-Spieler. Das ist schon der Schluss von der Sendung. So schnell geht's. Das war die letzte Sendung, die Boxplay-Sendung von der Saison 2017-2018. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, beim Leo Schürmacher, beim Thomas Rost und beim André Röteli. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt noch nicht genug haben von Hockey, da kann ich beruhigen, weil hier auf dem Sender geht es weiter auf Teleclub. Neben den NHL Playoffs wird hier auf Teleclub sämtliche Spiele von der Weltmeisterschaft in Dänemark übertragen. Morgen Freitag, 4. Mai, geht es schon mit einem Knüller los. Und zwar spielend 5:45 USA gegen Kanada. Oder personifiziert heißt das Connor McDavid gegen Patrick Kane. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Treue in dieser Saison. Es geht nächste Saison wieder weiter mit Boxplay. Und ich bedanke mich auch bei all den Zuschauerinnen und Zuschauern, die immer wieder fleissig Fragen eingeschickt haben auf unserer Internetplattform boxplay.online. Ich wünsche einen wunderbaren Sommer, einen schönen Abend, eine beschwingte Restwoche. Gute Nacht miteinander.